Die meisten Menschen denken, dass sie das seien, dieser Körper. Ich bin das. Oder vielleicht ich bin mein Verstand, oder vielleicht ich bin mein Körper und mein Verstand. Doch ein kleiner Prozentsatz der Menschen auf der Welt, nur ein kleiner Prozentsatz versteht, dass sie nicht ihr Körper und nicht ihr Verstand sind. Du bist nicht dein Körper. Du bist das, was einen Körper hat. Du bist nicht dein Verstand. Du bist das, was einen Verstand besitzt. Du bist eine Essenz, welche neben deinem Körper und Verstand existiert, welche ewig existiert und in einem Körper und Geist aufgenommen wird, welche die Essenz des Lebens beinhaltet und benutzt diesen Körper und diesen Verstand als Werkzeuge, Werkzeuge, die das vollbringen, weshalb wir wirklich hergekommen sind zu tun, was nichts damit zu tun hat, was die meisten Menschen auf diesem Planeten tun. Versuchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, versuchen, erfolgreich zu sein, versuchen, Liebe zu finden, versuchen, gesund zu bleiben. Und das sind schöne Dinge, die man tun kann. Das sind schöne Wege. Das sind schöne Wege, um das zu erreichen, weshalb du hierher gekommen bist. Doch du bist nicht hierher gekommen, um diese Dinge zu erreichen. Der Grund, warum du auf der Erde bist, wofür du hierher gekommen bist, ist bekannt zu geben und zu erklären, auszudrücken und zu vollenden, um gemeinsam zu erfahren, wer du wirklich bist. Nun, es gibt eine magische Frage, die ich dich einlade, dir selbst zu stellen, wenn du vor irgendeiner großen Entscheidung in deinem Leben stehst. Von diesem Tag an wird es eine Menge große Entscheidungen. Ach, und lass uns nicht nur von den großen Entscheidungen sprechen, lass mich es anders formulieren. Eine magische Frage, die du dir stellen kannst, wenn du vor jeder Entscheidung stehst, egal ob es große, bedeutende Entscheidungen sind oder winzig kleine Entscheidungen. Große Entscheidungen zum Beispiel, wen soll ich heiraten? Oder sollte ich überhaupt heiraten? Wo soll ich arbeiten? In welcher Stadt soll ich leben? Was soll ich mit dem Rest meines Lebens tun? Oder kleine Entscheidungen? Sollten wir heute Abend ausgehen? Was sollen wir essen? Welche Kleidung sollen wir tragen? Welches TV-Programm wollen wir heute Abend anschauen? Welche Bücher werde ich lesen? Welche Dinge werde ich am Abendbrot durchsagen? Die kleinste Entscheidung überhaupt. Alle diese Wahlen und Entscheidungen können auf eine völlig neue Art und Weise in Zusammenhang gebracht werden, indem du dich die magische Frage des Lebens stellst. Und hier kommt sie, schreib sie auf. Hier kommt die magische Frage des Lebens. Was hat das mit dem Auftrag meiner Seele zu tun? Wenn du beim Abendbrot sitzt, was hat das mit dem Auftrag deiner Seele zu tun? Wenn du in einem Gespräch mit deinem Liebsten oder einem Freund bist, was hat das mit dem Auftrag meiner Seele zu tun? Wenn du den Fernseher einschaltest und dich entscheidest, welches Programm du schaust, was hat das mit dem Auftrag meiner Seele zu tun? Und weißt du was? Wenn ich ins Kino gehe, ist meine Zeit im Kino sehr begrenzt. Wenn ich nach 7 oder 8 Minuten realisiere, dass dies nichts mit dem Auftrag meiner Seele zu tun hat, dann bin ich nicht daran interessiert, einen Film zu schauen, der nichts mit dem Auftrag meiner Seele zu tun hat. Das könnte in der Tat das komplette Gegenteil des Auftrags meiner Seele sein, welche der Ausdruck der höchsten Ahnung dessen ist, was es bedeutet, göttlich zu sein. Die Göttlichkeit in mir auszudrücken, ist der Anfang und ist der Auftrag meiner Seele. Wenn das, was ich esse, was ich lese, was ich schaue, was ich erfahre und was ich tue, nicht dem Auftrag meiner Seele unterstützt, nämlich Göttlichkeit zu demonstrieren, dann will ich damit nichts zu tun haben. Hat dir dieses Video gefallen? Gib uns ein Zeichen und lasse einen Daumen nach oben da. Bist du interessiert an weiteren solchen kostenlosen Videos? Dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke, denn nur so stellst du sicher, dass du kein weiteres Video verpasst. Danke dir und bis zum nächsten Video.